Karten geben. Was ist das da eigentlich? Ah, das bringt's nicht. Was ist das? Das kann man auf jeden Fall nehmen. Jawohl. Und geht sich das auch noch aus? Jo, wunderbar. Das nehmen wir auch noch mit. So, und dann gehen wir mal zu Eevee. Vielleicht können wir das mit Eevee machen sogar. Die werden wir auch noch aufleveln. Fähigkeiten. So, was ist das? Nur für Jacob ist das okay. Hinrichtung 1. Ja, ich nehme das jetzt mal. Das haben wir ja bei ihm auch genommen. Das ist ja in Ordnung eigentlich. Das ist ja nichts Schlechtes. Oh! Jetzt fehlt mir ein Punkt. Einschüchterung. Ah, das könnte vielleicht nicht schlecht sein. Das nehme ich mal. Die hauen dann nimmer ab, aber das sind sie bei mir ja sowieso nie. Ich mach ne? das. So da! Überdosis heißt's. Sequenz 4. Gehen wir's an. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Ja, spielen wir wieder mit Jacob. Oh, ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Und, verpisst sich. Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Oh, der hat gute Laune, muss man sagen. So, was sollen wir machen? Aussichtspunkte erreichen. Okay. Das lässt sich machen. Sind ja nicht mal Gegner hier, also von daher, das sollte ganz gut gehen. So, darauf oder was? Oh, das sind meine Leute. Innen rein oder? Schloss knacken. Hm, knacken wir mal. Ich weiß nicht, darf ich da rein? Nur no, offensichtlich nicht. Scheiße. Das ist schlecht. So, wo ist der Aussichtspunkt jetzt da draußen? Das heißt, ich muss da irgendwie raus. Wo finde ich jetzt den Doktor? So, schön nach oben. Der Aussichtspunkt muss irgendwo rechts sein. So. Jetzt ist er wieder unter mir. Hey, ich verstehe das nicht. Hätte ich doch drin bleiben sollen vielleicht. Komisch, komisch, komisch. Auf der anderen Seite komme ich irgendwo rein. So, da, 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 runter. Hier können wir reingehen. Oh, da ist eine Kiste, die nehme ich natürlich gerne mit. So, da runter, hopp. Wo ist dieser Aussichtspunkt? Der muss hier um die Ecke irgendwo sein. Ist der unter mir oder was? Jetzt ist die Frage, darf ich die Bullen umnieten oder nicht? Ich nehme mal an, ich soll den in Ruhe lassen. Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? So. So, du kriegst jetzt... Das ist so eine Art Security oder sowas. Jetzt alle zusammen. Kommt der durch da? Nee. Aber wie komme ich darüber? Scheiße. Ah, Schloss knacken. Okay.
Ja, wir sollten so ein bisschen leiser angehen, ne? Im Moment bin ich auch so ein bisschen Henker. Alles einmal ein bisschen abchecken hier. So, da, weg ist er. Jetzt ist wieder ober mir. Oh, das ist meiner, den wollte ich jetzt umnieten. Ja, das Ganze ist nicht leicht. Generalschlüssel wird für diesen Typ benötigt. Wo kriege ich den her? Mühselig. Kriege ich ihn denn her? Ja, ja, danke, aber wo kriege ich den her, den verfickten Generalschlüssel? Mann, ey. Scheiße. Irgendeiner von diesen Bauern müsste den haben, glaube ich. So, hast du einen Generalschlüssel? Medizin, hm. Danke, aber ich brauche einen Generalschlüssel, das würde mir mehr helfen. Hier ist nichts mehr. Nee, da ist nichts mehr. Scheiße! Nur dann gehe ich wieder rauf. Es bringt ja nichts hier unten. Ja, das ist ein schöner Scheiß, Leute. Das ist so eine Suchmission, so eine nervige auch. Oh, und du bist auch mehr im Weg, als was du mir bringst, Junge. So, wo geht's denn hier hin? Da ist auch ein Eingang. Geht mal auf den da los. Ja, hier ist unser Aussichtspunkt. Gott sei Dank, das haben wir gefunden. Gott sei Dank. Aber ein bisschen Biergarten da in dem Haus. What the fuck geht mit dem ab? Was macht der da bei dem in Lochen? Alter! Alter, nicht normal! Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Lol. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ach du Scheiße. Gut, wir sollen den irgendwie umnieten oder so. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Ja, ein bisschen ein Arschloch, der Typ. Aber okay. So, dann soll man ein Attentat machen oder so irgendwie. Also, John Elliston eliminieren. Schwesterinfiltrationsgelegenheit, junger Arzt. Okay. Also ich bin mehr fürs Attentat. Wie stelle ich es an? Ja, die Schwester hat offensichtlich. Mit der können wir reden, dann kann ich reinmarschieren. Es sind sehr viele Gegner da wieder, also ein bisschen. Friedlich sollte man schon sein. So, der Schlüssel ist da. Wir sollten da ein bisschen leise sein. Wie komme ich denn da hin? Der ist da unten, der Schlüssel. Und direkt unter uns ist diese Attentatsgelegenheit. Die ist mir ehrlich gesagt noch lieber. Aber die ist irgendwie unter uns. Ja gut, dann reden wir mit der, wenn die schon da steht. Aber wie komme ich da jetzt rein? Kommt man da rein? Scheiße. Nicht wirklich. Ja, oben kommt man rein. Oben kommt man rein. Hops, rein. Jetzt muss ich nur aufpassen, denn hier sind viele Gegner. So, hallo, Tussi. Hello. Dieser Dr. Was ist denn los? Ist wirklich ausgesprochen exzentrisch. Junger Mann, Hilfe. Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Hat den Typen mit dem Schlüssel so mal umnieten, verstehe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Das werden wir auch tun. So, komm her. Das bin ich und du kommst her, damit ich dich umnieten kann. So, den müssen wir identifizieren da oben.
So, das ist der, der den Schlüssel hat. So, der ist weg. Jetzt war die Kamera ein bisschen komisch, der verrenkt. Wir müssen hier die Leute ein bisschen dezimieren, dass weniger Gegner sind. Da ist noch einer. Je weniger Gegner, desto besser, Leute. So, das haben wir. Weiter geht's. Wir brauchen den Typen mit dem Schlüssel, der ist oben. Schnauze. Ja, komm her. Einer ist tot und den anderen hau ich um. Ich bin stark genug, Junge. Da brauchst du, da kannst du drauf wetten. So, wir sollen den Typen eliminieren. Ja, ich brauche aber den blöden Schlüssel. Der ist gegenüber. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Das ist ein bisschen ein Problem. Könnte man da durch? Nö. Ah, das ist ein scheiß Irrgarten hier, Leute. Ja, ich brauche diesen blöden Schlüssel, ey. Das große Problem ist, dieser blöde Irrgarten hier. So, jetzt da durch und dann... Jetzt müssen wir die da nur loswerden. Na, komm her. So, die haben wir weiter. Schlüssel, komm zu Daddy. So, Hammer, wunderbar. So, und zur Sicherheit werden wir die beiden da unten jetzt auch noch loswerden. Schöne Schnauze halten, Junge. Mein Kumpel ist auch schon da. So, jetzt können wir da drüben rein. Also einen Schlüssel haben wir. Das war, wo war denn das? Hier, glaube ich, irgendwo. Da irgendwo, oder? Wo war denn die blöde Tür? Was hier? Jo! Öffnen! Generalschlüssel for the win! So, und jetzt werden wir den ordentlich einmal einsetzen hier. Und tschüss! Weg ist er! Eliminiert diesen Hundesohn! Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Mal. Na dann. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Das mit dem Blut abstreichen finde ich auch irgendwie, ja. Wahrscheinlich als Beweis oder sowas soll das dienen, dass er tot ist. Ich nehme nicht an, dass es eine Trophäe werden soll. Ja, da könnte ich ihn ja gleich köpfen. So, wir haben das geschafft. Keine einzige Kugel abfeuern, das lässt sich machen. Wir sollen die Elektrofusionstherapie-Sitzung stoppen. What the fuck, was ist denn das für ein Wort? Vor allem, wo ist es? Ja, wo ist die? Das ist eine gute Idee. Scheiße, wo ist denn die? Gehen wir mal da raus. Da sind einige Gegner, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber mit Gegnern habe ich keine Probleme. Die zwei werden wir jetzt mal loswerden. Aus der Anstalt entkommen, so. Das reicht. So, weg ist er. Hier, heilig
eine Lektion. Du erteilst mir eine Lektion. Ich warte darauf. Ich bitte darum. Was desynchronisiert? Hä? Verstehe ich nicht. Gibt's da eine Zeit oder was? Das ist jetzt aber unfair. Das stand nicht da. Warum habe ich jetzt verloren? Ich bin nicht getötet worden. Nichts. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Leute. Hat man da eine Zeit oder so? Och, so eine Scheiße. Also ich habe nichts gesehen von einer Zeit. Muss mal gucken, steht da irgendwo eine Zeitangabe? Oder darf man nicht gesehen werden oder so? Das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, da darf man nicht gesehen werden. So eine Scheiße! Na gut, hau mal ab. Ich glaube, man darf nicht gesehen werden. Also was Scheiße. Geht die Tür auf da? Nee, oder? Es sind zwei, das weiß ich. Kann man da durch? Nee. Ja, aber ich muss die umnieten, weil sonst... Ja, da gehe ich noch mal hin. So, das hat aber ganz gut funktioniert, lustigerweise. Jetzt muss man sich mal umschauen hier. Kann man da raus? Das wäre nice. Zuerst mal plündern, ne? Vielleicht kriegen wir da irgendein Messer wieder, genau. Jawohl. So, öffnen. Dann machen wir das mal auf. Generalschlüssel für die Win. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.